Und damit herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Diesmal wieder ein normaler Part mit Azazel, weil wir mit dem noch nichts gemacht haben. Und weil ich den liebe. Nee, das wird mir zu langweilig. Freddy, sag mir mal einen Charakter, den wir nehmen können. Judas, und die hast du ja nicht. Doch, den habe ich. Mit dem habe ich auch Ja? schon das Herz und den Teufel geschafft. Also, Dann. ich habe Mit mit wem hast du noch Kane, gar nichts? mit Samsung, mit Azazel und mit Eden. Hast du Eve? Nee. Und ich Dann hab. spiel Samsung. Okay. Ich hab. Obwohl, nee, ich spiel Azazel. Ich hab jetzt Samsung. Du bist ein Noob. Ist jetzt um. Ich muss noch. Maggie freischalten, oder Magdalena und. Eve und dein Gram-Charakter. Eve. Ja, genau, den Kram-Charakter. Das werde ich aber. Oh ja, danke, Trollbomb. Danke. Hab mir ein Herz und eine Bombe gebracht. Ich hab das den Ton ausgemacht, fällt mir gerade mal ein. Gerade am Rendern. Das ist nice. Ich Mir muss fehlt nur mal. noch eine Challenge. Nice. Also zum Freischalten machen muss ich noch ein paar. Achso, okay. Ich habe gerade erstmal geguckt, wie man die nächste Challenge freischaltet. Wow, da wäre ich fast gestorben. Welche? Ja, Challenge 4. Da musst du gleich irgendwas mit Eve machen. Nein, Challenge 4 muss man viermal das Herz besiegen. Elfmal. Elfmal Mom's Heart besiegen, damit It Lives kommt. Ja? Ja. Challenge 4. Ja. Weißt du, was Challenge 4 ist? Challenge 4 kriegt man irgendwie ganz viele Eve-Items und man Ja, okay. muss Satan besiegen. Und dafür muss man Mom-Kills. Also ich hab ja die ganze Zeit einfach zwischendurch mal freigeschaltet, aber. Ich habe nachgeguckt, was man dafür braucht. Man muss Kann man das dafür noch It Lives gucken? freischalten. Auf der Wiki-Seite zum Beispiel. Zum Beispiel sage Ich ich. habe einfach Isaac Challenges eingegeben und dann kam das. Wir gucken, wie ich die 11. freischalte. Vielleicht muss ich dafür was mit dem Geheimcharakter machen. Wahrscheinlich. Challenges. Mein Popschutz riecht irgendwie ekelhaft. Das war ich. Hab Danke. reingepupst. Danke. Der Hier ist Geheimraum mit könnte Challenge. da sein. Nee, muss da sein. Kann irgendwo anders sein. Oh ja, Geld. Oh. Scheiße, wir haben keinen Schlüssel. Wie viel Schaden hat man mit Samsung von Anfang an? 2. Okay. Was ist das Besondere an Samsung? Er wird stärker, ne? Wenn er Schaden bekommt, ja. Ach ja, wenn er Schaden bekommt, stimmt, ja. Schaden kriege ich ja nicht. Ich meine, Schaden ist das für Noobs. Komm schon, komm schon. Oh, fuck. Ich schätze, was hat nicht gezählt. Allerdings könnte ich gleich nochmal auf der anderen Seite nachgucken. Oh, Monstro, ja, danke. Ich wurde getroffen. Noob. Ernsthaft? Noob. Report. Also, Samsung hat man übrigens damit gekriegt, indem man die ersten zwei Ebenen keine Herzen aufgesammelt hat. Und die Eve kriegt man, indem man die ersten zwei Ebenen keinen Schaden nimmt. Ist es nicht andersrum? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist andersrum. Und es sind nicht Ja. die ersten zwei Ebenen, ich glaube, es sind einfach nur zwei Ebenen. Ja, klar, zwei Ebenen nur, aber es ist halt wahrscheinlich auf den ersten zwei. Ich habe das in den Caves gemacht, glaube ich. Was, Weil ich keine hatte. Herzen aufheben oder keinen Schaden nehmen? Ich glaube, beides. Okay. Weil ich hatte irgendein Fliegen-Item oder so und das war halt ziemlich OP und dann. Ja. Und wahrscheinlich den Holy Shield noch, der einem einen Den hatte ich noch Schaden pro gar Raum nicht. gewährt. Der ist übrigens das beste Item meiner Meinung nach, überhaupt das beste Item. Den kriegt man auch saumäßig selten. Ich krieg den richtig Ich oft. hatte den noch nie. Ich hatte den irgendwie so Squishy? in Squeezy? einem Squeezy? Run und dann hatte ich den 2 Runs später nochmal und dann habe ich ihn letztens nochmal gehabt. Also ich krieg den richtig oft. Okay, dann lassen wir das halt mit dem super Geheimraum und gehen weiter in die nächste Ebene, weil ich keinen Schlüssel habe. Schade. Achso, für Challenge 11 muss ich erstmal einen anderen Challenger machen. Aber die ist zum Kotzen, ich mach sie trotzdem. Wow, der Raum macht Sinn, danke. Oh nein, nicht schon wieder so ein Raum hier. Na, das muss ich nicht töten für die Challenge. Richtig mies ist halt, dass man bei der dritten Challenge, nein, bei der vierten Challenge, aua, fuck, Satan killen muss. Und nicht nur Mom. Und bei Was? den anderen Challenges muss man einfach nur Mom killen. Und bei der vierten halt Satan.
Ja, ich habe mich auch gewundert. Also mal am Start, ich so, ich sehe endlich mal vorbei und dann plötzlich noch nach unten eine Treppe. Da ich so, fick dich. Was ist eigentlich die vierte Challenge? Also was guckt man dadurch? Rune of Dagas. Okay. Sobald ich mit jedem Charakter alles geschafft habe, werde ich mit jedem Charakter alles im Hard Mode machen. Weil ja macht Spaß. Danke, Goldraum, aber ich habe noch keinen Schlüssel. Fuck, ich habe noch keinen Schlüssel, Alter. Das würde mich richtig abfucken, wenn ich den liegen lassen müsste, ne? Alter, wie gering der Schaden einfach ist. Ah, danke für die Bombe. Aber ich brauche einen Schlüssel, du Arsch. Hier ist schon. Aua, das Feuer hat auf mich geschossen. Ich lasse es von Feuer auf einen schießen. Schon wieder? Warum werde ich denn hier dauernd von den Feuern getroffen? Ja, dann muss ich wohl in den. Das war Dummheit. Komm schon aus den Töpfen muss. Ja, super, danke, Spinnen. Fickt euch doch. Gut, dann muss ich jetzt wohl in den Arcade was gewinnen. Fuck, ey. Ich hasse es, wenn Also, das, ich was ich gerade mache, ist, soll eine der schwersten Challenges sein. Welche machst du? Challenge 19. Okay. Die hast du, glaube ich, noch nicht. Die Wahrscheinlich hast du nicht. hundertprozentig noch nicht. Die kannst du noch gar nicht haben. Was braucht man dafür? Den Boss. Ah, okay. If you know what I mean. Yeah, I know what you mean. Ich hab weil, ne, den brauchst du noch gar nicht, du musst halt nur den Schlüssel haben. Okay, also. Ich habe jetzt das kleine Blutbaby, das hinter mir herfliegt und eine Blutspur zieht und ich gucke jetzt mal nach, ob hier irgendwo noch Steine mit dem Kreuz drauf waren. Ich habe mich in dieser Ebene bisher ziemlich dumm angestellt, ja, ich weiß. Habe ich durchaus gemerkt. Und jetzt killen wir erstmal Dingel. Ich hasse Dingel. Falls ich das letztens nicht klar genug dargestellt haben sollte, ich hasse Dingel. Aber dir sollte die Challenge eigentlich gefallen. Warum? Ja, du machst Begleiter, ne? Ja. Das ist so die Challenge. Was, Begleiter? Begleiter. Ja. Und zwar nur Begleiter. Ja, ich denke, das ist die Solar System. Nein, da hast du nur Fliegen um dich rum. Oh, das wusste ich auch noch nicht. Bad Gaspille, mit einer Sorry, dass Bad. ich gespoilert habe. Noob. Wenn ich die Pillen einsetze, gehen meine FPS richtig runter. Hast du mal DirectX installiert, wie ich es dir gesagt habe? Ich habe das runtergeladen und dann habe ich es entpackt und dann ist nichts mehr passiert. Ach so, gut. Kannst du mir gleich nochmal nach der Aufnahme erklären? Nö. Und mein Datenvolumen ist übrigens heute leer gegangen. Oh, das heißt, ich kann es wieder hochladen. Genau. Ich wollte nach Tidequest hochgeladen. Den Part? Ja? Den Part? Welchen den Part? Den von gestern. Ach so, okay. Ja, stimmt, den muss ich auch noch hochladen. Den letzten habe ich noch nicht hochgeladen. The Contract of Below und das Zombie-Baby ist mitgenommen auf jeden Fall. Der Contract of Below bringt nicht so viel, ne? Ne, From Below. Contract from Below. Macht er nicht, dass seine Drops doppelt sind? Ja, ich habe nur noch zwei Herzen. YOLO! Well, but what it cost. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob der noch was bringt. Jedenfalls haben wir jetzt nur noch vier Herzen, oder dreieinhalb halt. Weißt du, was eine richtig geile Item-Combo ist? Nein. Loki's Horns und Mom's Knife. Loki Horns macht das in alle vier Richtungen, ne? Also die Chance, dass sie wegfliegt, aber die Messer sind halt dauerhaft da und ist halt. Ja, ich weiß. Spin to win. Ich habe übrigens Cancer gefunden. Wie in Survival Games, ne? I hope you get Cancer. Cancer ist ein gutes Item. Oh mein Gott, Alter, ich kann ihn mal gleich schon wieder neu starten.
Was ist jetzt wieder los? Ich krieg viel zu viel Schaden. Wenn ich weiß, was das Zombie-Baby macht, das spawnt einfach... Ich will die Bomben. Okay, lohnt sich. Eine Bombe für zwei Bomben und eine Kiste. Und ein bisschen Cash. Wenn ich weiß, was Cancer macht, Cancer erhöht die Schussfrequenz. Ist das Cancer? Ja, ja, das Cancer. Und wenn ich weiß, was Cancer übersetzt ist, fragt jetzt Freddy. Ist Krebs. Ich habe jetzt Krebs. Als Trinket. Wenn du es als Item hast, hast du Krebs. Aus den Töpfen in der ersten Ebene kann übrigens auch eine 25 Cent Münze da rauskommen, falls du sie schon freigeschaltet hast. A Quarter ist das, ne? Müsste ich schon freigeschaltet haben, im anderen Profil. Ja, auf jeden Fall habe ich das gerade gehabt. Ich dachte so, okay. Danke. Falls ihr euch fragt, wann wir das aufnehmen, heute ist Weihnachten, also nochmal frohes Neues. Nein, warte. Frohes Fest. Also eigentlich ist heute Heiligabend, weil Weihnachten ist ja eigentlich der erste Tag später im Weihnachtsfest. Doch. Nein, Weihnachten ist Weihnachten. 24. Dezember. Abgehen. Heiligabend. Die Bibel, Alter. Nice. Temporary Fly ist natürlich nice. Und Mom und Moms Hard One hitten ist natürlich noch besser. Das ist das Geilste überhaupt. Also so meiner Meinung nach zumindest. Hier ist ein Steinchen, das habe ich gesehen. Hast du nicht. Hat er nicht. Ein Schlüssel. Oh, hier vielleicht noch ein Herz aufsammeln sollen. Meinst du? Ja, da lagen so ein paar rum, aber ich wusste nicht, wie ich... Oh mein Gott, Alter! Ich hasse diese fliegen Arschlöcher. Die sind so richtig für den Arsch. Mom's Pearl, was macht Mom's Pearl? Höhere Chance auf Seelenherzen. Bringt nichts mehr. Nicht, wenn du Cancer hast. Cancer ist geil. Ich hab Cancer. Ich war gerade noch beim Zombie-Baby, glaube ich. Das Zombie-Baby spawnt jedes Mal eine Fliege und wenn die tot ist, spawnt eine neue. Und Fliegen sind geil, weil die machen extrem viel Schaden. Von daher sind also die einfach nice. Der spawnt die, wenn du schießt. Also nicht, wenn die direkt sterben, das spawnt nicht direkt eine neue, sondern wenn du schießt, kommt halt nach der Zeit immer so eine. Okay, es kommt jedes Mal eine, wenn ich schieße. Ja, also jedes Mal, wenn du schießt, aber nicht also jedes Mal, also wenn die aufkippt, also wenn die direkt stirbt, spawnt dann nicht direkt eine neue, aber du musst ja, wenn ich dann schieße einmal. Oh, vier Bomben gefunden. Dafür hat sich das schon ein bisschen gelohnt. Immerhin habe ich in dem Raum auch keinen Schaden genommen. Wir sind bei Caves 1, da setze ich mal die Bibel ein, um hier lang zu kommen. Und mir 16 Münzen zu snacken. Oh mein Gott, dieses verfickte Fliege, wie ist es nicht auf den Gegner gegangen? Und ich überlege gerade, ob ich mir einfach... Ja, wo ist der Kampf? Ach, da. Ich überlege gerade, ob ich mir den Itemraum gönne. Den Shop gönne. Ich gönne mir den Shop, ne, Freddy? Mit 16 Münzen in der zweiten Ebene. Ja, wieso nicht? Nee, gar nicht, war in der dritten Ebene, Caves 1. Ja, bin ich auch gerade. Was macht das Foto von Moms Bra? Das Foto? Ja. Das ist wahrscheinlich die zwei Bomben. Also das, ja, wenn genau. Du jetzt eine Bombe findest, dann genau. Hast du zwei Bomben. Habe ich aber sowieso schon, kriegt dann vier? Nein. Dann bringt mir das alles nichts. Dann kaufe ich einen Schlüssel und gehe erstmal wieder raus. Ich kann ja nicht fliegen. Es ist gerade ziemlich ungewohnt für mich, nicht fliegen zu können. Wo du einmal Azazel gespielt hast? Piep in einer gelben Form. Igittigittigitt. Ich habe übrigens auch gerade mir das gleiche in Caves 1 gekauft. Danke, schon drei Schaden gekriegt. Bob ich glaube, der gelbe. Nehme ich mit. Igitt. Ja, ich habe so, ich muss auch sowieso. Alter, Bob Spain ist jetzt erstmal riesig. Aber ich habe dieses, dass meine Begleiter größer sind und Bob Spain wird euch auch noch riesig. Ja, also wenn du nicht selber schießen kannst, ist Bob Spain eigentlich schon ganz cool, würde ich sagen. Wieso kannst du nicht selber... Ach so, deshalb kannst du nicht selber schießen. Oh ja. Mein Gott, Alter, und es fliegt natürlich... Oh mein Gott, ich hasse Bobsprayen. Ich habe noch anderthalb Herzen. Okay, zweieinhalb Herzen durch Stem Cells. Okay, Devil Room. Drei Kisten. Mit drei Bomben drin. Danke, Satan. Danke. Ja, wieso krieg ich einen Satansraum? Ich habe doch Schaden bekommen. Rote Herzen scheinen oder normalen Schaden? Ja, rote Herzen. Das ist sowieso auch. Nur Krampus. Ha! Ich bin fast tot, zweieinhalb Herzen. Zwei rote Herzen, ein Seelenherz. Ein halbes.
Krampus fährt nämlich gerne mit, dann kann ich wenigstens ein bisschen Schaden machen. Was hattest du bisher als Item? Dad's Key. Den kenne ich nicht. Öffnet alle Türen im Raum und kann halt auch so verschlossene Türen öffnen. Das ist doch nice. Ja, aber ich habe 4 Schlüsse und... Warum habe ich Dad's Key noch nicht? Dafür musst du erst bei der, Dings sprengen. Ich weiß nicht, ob ich das schon spoilern darf, aber sprengen, das dürft ihr schon sagen. Ja, sprengen darfst du sagen. Beide darfst du sagen. Engelsräume dürftest du auch sagen. War ich aber nicht. Weil ich im Let's Play, glaube ich, schon mal im Engelsraum war. Und hier sollte spätestens jedem klar sein, was man sprengen sollte. Engelsstatuen, falls ihr es noch nicht verstanden habt. Oh, du hast es gespoilert, du. Warte mal, mit Sammlung ist Schaden nehmen gut, ne? Dann nehme ich jetzt erstmal 3 Herzen Schaden, Alter. Fuck, das war keine gute Entscheidung. Sorry. Ich brauche eine Blood Donation Machine. Im Arcade ist ja meistens eine. The Game Kid has appeared in the basement. Ist es das? Ja. Erzähl so, keinen. Jetzt kann ich mir jedes Mal wieder mein Leben auffüllen und krieg dafür jedes Mal wieder Schaden. Das dauert einen Augenblick länger, aber dann wird Samsung wieder stark. Ich habe jetzt schon wieder 5 Striche voll. Und ich bin jetzt schon ganz schön rot und die Tränen sind auch ganz schön groß geworden. Ich habe einen Damage von 4. Full life. Ich habe ihn halt jetzt nur auf der Ebene, ne, weil ich Schaden genommen habe. Also ich habe einen Damage von 4, aber... Der Bloodback kann erscheinen. Habe ich jetzt geschafft übrigens, Freddy. Ich muss... Oh mein Gott, Alter, diese verfickten Spinnen! Ich weiß nicht, wie oft man dafür in die Blood Donation Machine laufen muss. Müsstest du mal auf dem Wiki nachgucken, wenn du willst. Scheiße, da komme ich ja gar nicht ran. Fuck, das war dumm. Na, 3 rote Kisten. Wie hoch ist mein Schaden? Fast voll. Komm, ich habe 11 Bomben, Alter. Dafür gönne ich mir gleich mal das Herz. Ja, wir sind deutlich stärker geworden. Fliegen sterben alle mit einem Schuss, nice. Ah ja, der Schaden ist ja richtig schön. Das glaubt ihr nicht. Ihr glaubt nicht, wie scheiße es ist, ohne Schaden zu spielen. Wir wollen immer Damage ab, bis zu... Infamy-Maske? Geil. Dezent, ne? Hat aber keine 100%ige Chance, Schüsse abzufangen, oder? Nope. What the fuck? Kennst du ja The Widow, ne? Als Gegner. Ja, ist ein Bastard. Da gibt's noch irgendwie so eine andere komische Form, so, die ein bisschen stärker ist und andere Gegner spawnt. Auf jeden Fall spawnt sie eine große Spinne und die springt erstmal von einem Ende des Raums zum anderen und mir direkt in die Fresse. Ich hab die nicht mal gesehen. Bob's Brain ist so ein schlechtes Item. Ja, hab ich doch gesagt. Aber trotzdem, ich brauch Damage-Output. Bin in den Shop gegangen. Das Card-Deck. Bei mir ist Greed drin. Ich überlege noch, mir das Card-Deck zu holen. Ich könnte mir erstmal noch ein bisschen mehr Schaden machen. Steam Sale. Ich muss auf jeden Fall in den Schadensraum gehen und mir... nein, nicht in den Schadensraum, in den Challenge Room gehen und mir den Scheiß holen, weil... Ist das Caves 2? Ja, Caves 2, gut, da könnte ich den Scheiß nochmal einsetzen. Ja, der hier ist raus. Gut, dann gehen wir jetzt in den Challenge Raum. Nachdem wir uns einmal in der Blood Donation Machine verletzt haben. Weil wir volle Herzen haben. Wir haben fast vollen Schaden. Und sind schon richtig schön rot. Dann gehen wir jetzt in den Challenge-Raum. Hoffen natürlich, dass hier nicht nur Bomben rausspawnen. Drecksscheiße. Aber Chubb ist schon schnell tot, das ist gut. Wir haben so viel Schaden. Piep, ich hasse Piep. Piep ist so der schlimmste Gegner mit... Dingle, Piep, Dark One, der andere Dark One. Hab Piep mal vergiftet mit der Bad Gas-Pille. Ich hab noch nie mit einer Bad Gas-Pille einen Gegner vergiftet, echt nicht? Ich schon. Hab ich letztens mit Isaac. Fast tot, fast tot, fast tot, fast tot, fast tot. Halbes Herz.
Ich hab einen halben Herz. Herz überlebt. Ja, war der Bossfight. Aber nein, nicht der Bossfight, sondern hier so ein Scheiß. Ist so ein Challenge Room oder ich was? Ich hab einen halben Herz überlebt, Alter. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen. Ich kann nicht spielen gehen. Ich hab anderthalb Herz und muss den Bosskampf machen. Macht The Bible auch ein Damage up? Nein. Shit. Je nachdem, was für ein Gegner ist, werde ich es trotzdem anwenden, weil ich Angst habe vor den Giftspuren, die da liegen. Oh, bitte kein schlimmer Gegner. The Fallen, okay, nice. Oh, PhD, nice. Genommen. Also, The Fallen macht immer, nachdem er... Alter, ich mache richtig viel Schaden. Immer, nachdem er so charged, macht er einen Brimstone. In alle Richtungen. Und besiegt. Und die Schaufel, ernsthaft... So ein schönes Alter. So ein Schranz, ey. Ja, ich suche jetzt mal kurz, ob ich hier irgendwo ein Kreuz auf der Ebene gefunden habe. Dann mache ich da ein Loch. Ich habe noch nie auf einer Ebene, auf der ich die Schaufel gekriegt habe, ein Kreuz gefunden. Noch nie. Ich habe auch erst zweimal die Schaufel bekommen. Ich habe die Schaufel schon richtig oft angeboten bekommen, zumindest. Aber ich habe noch nie ein Kreuz auf der Ebene gefunden. Ich sehe hier kein Kreuz. Unter dem Kreuz soll es nämlich angeblich in eine ganz specialige Ebene gehen, aber irgendwie glaube ich das nicht. Ich will es halt selbst rausfinden. Ich glaube es eigentlich auch nicht. Ich möchte es aber gerne bestätigt haben, dass es nicht so ist. Manchmal verstehe ich Blob's Brain nicht, wann das losfliegt und wann nicht. Am Anfang eines Raums braucht 3 Sekunden oder so. Ja, aber auch wenn es neu spawnt. Also manchmal ist es halt, geht es dann direkt los, wenn es dir dann Schaden machen kann und manchmal nicht. Ja. Was ist denn heute mit den Treubaums los? Ich krieg irgendwie Tausende. Das ist doch nice. Nein, das ist zum Kotzen. Natürlich ist das zum Kotzen, Mann. Hat auch keine Lust mehr, die Dingens zu suchen. Oh, ich muss mich bequem mal hinsetzen. Keine Ahnung, ob der Sound gut ist. Geht. Weil ich halt gar nichts nachgeguckt habe einfach. Machst du nur nie? Ich guck nie irgendwas nach. Oh, ich bin ja wieder ganz schwach jetzt. Das ist ja ekelhaft. Da hat Bob's Brain mir gerade ein Herz gerettet. Danke, Bob's Brain. Was hat Bob's Brain gemacht? Mein Leben gerettet, also mein Herz. Oh mein Gott, Alter, diese verfickten Masken! Mams Füße, ich hasse Mams Füße. Mams Hände. Die mag ich übrigens nicht. Weil die mich öfters mal treffen. Oh mein Gott, Alter, so ein behinderter Stachelraum, wo ich kaum ausweichen kann. Also, wo Stacheln auf dem Boden sind. Schon klar. Nice, noch 2 Bomben, die ich überhaupt nicht brauche. Oh, super, der ekelhafte Piep. Blaut. Hä? Blaut. Ja, heißt es, glaube ich, so. Der sofort Laser schießt oder was? Ja. Ja, das Blaut. Ach, die Bibel ist noch gar nicht wieder voll. Hups. Ich bin jetzt auf Tiefen 1, glaube ich. Für Necropolis 2. Tour of Diamonds 2-mal. Heißt, ich habe jetzt 99 Münzen. Boah, hat meine Amphemie-Maske mich gerade gerettet, obwohl ich seitlich zu der stand. Okay, für 2 Cash hat sich das überhaupt nicht gelohnt. Vor allem nicht bei den Wichsern. Halbes Herz Schaden. Oh, die Ficker auch noch ohne Schaden, Alter. Wie soll ich das machen? Ich hab schon 2 Schaden. Gut, ich bräuchte eigentlich viel mehr Schaden noch. Ich traue mich nicht mehr selber Schaden zuzufügen. Okay, ich krieg mir Schaden. Ich krieg mir Schaden zugefügt. Ich hab doch den Goathead aufgesammelt, ne? Weiß ich nicht. Nee, das war im letzten. Ja, das war in meinem Privatrun. Ich bring die schon durcheinander, ey.
Das wird ja immer schlimmer mit mir. Oh nein, nicht die Ficker, die nur am Kopf verwundbar sind, ey. Die nur am Kopf verwundbar sind? Ja, im Hinterkopf halt. So. Mach eine Lackabpille, ich habe jetzt schon zwei Lack. Nice, Alter. Weißt du das Foto, wo ich dir geschickt habe, wo ich fast komplett volles Lack hatte? Das war volles Lack. Nee, nur fast. Hatte ich echt volles? Ich glaube. Du hast mir nur noch ein zweites geschickt, weil du volles hattest. Kann sein, ich kann dir mal auf Push gucken. Ja, da müssten noch ein Herz insgesamt liegen, das heißt, ich kann mir das noch leisten, da reinzugehen. Die Schokolade als Trinket bringt überhaupt nichts. Man furzt halt zwischendurch mal. Ist ja voll geil. Oh, super Grid so. im Secret Room. Tummy's Head. Ah, ist Tummy's Head besser als die Bibel? Nein. Also ich krieg einen Brimstone. Ist Tummy's Head übertrieben gut? Ich hab schon wieder 25 Cent bekommen. Nice. Ich will Tummy's Head mitnehmen, aber ich kann nicht. Ich hab die Bibel. Es wird übrigens nur einmal angezeigt an den Items, wenn man es zweimal gefunden hat. Okay. 65 Münzen, ich bräuchte einen Shop, aber ich habe noch nur ein bisschen Geld. Ich habe übrigens schon wieder fast vollen Damage. Damage. Jetzt habe ich 4 Schlüssel, schon viel besser. Ah, Gluttony. Oh, mein Schaden ist richtig schön. Ich brauche unbedingt eine Blood Donation Machine. Das glaubst du nicht. Ich hatte zweimal Temperance, ich kann dir einen abgeben. Ja, bitte, bitte. Stimmt, Temperance. Alter, Temperance mit Samsung wäre natürlich super. Samsung, wieso? Ja, ich sagte Samsung. Also ich glaube, der IV-Bag wäre besser. Ja, klar. Aber nicht, wenn man die Bibel hat, mit der man fliegen und one-hitten kann. Ich hätte auch gerne die Bibel. Die Bibel in der Challenge muss super sein. Nicht der Challenge. Egal in welcher. Die Bibel allgemein ist immer super. Also man hat ein besseres Item. Zum Beispiel Unverwundbarkeit für lange Zeit. Judas Zunge macht Devil Deals günstiger, ne? Ja, die habe ich auch. Ist das besser als Cancer? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ne? Ein blutiges Auge? Können zwei sein. Shortrange Megatiers. Das ist zum Kotzen. Das ist ziemlich geil, Alter. Nee. Vollen Damage? Ja, aber nur wenn du da dran stehst. Also. Ja, klar. Ich glaube, die Challenge wird nicht, ey. Okay. Nur Scheiße bekommen. Dann gehen wir jetzt nochmal schnell in den Shop, weil ich hoffe, dass da eine Blood Donation Machine drin ist. Das ist Tiefen 1, okay, dann muss ich noch nicht mehr in den Shop. Die Nonnenhaube. Ja. Ist nice, ne? Wenn du Schaden bekommst, wird der Item wieder aufgeladen. Habe ich einfach mal mitgenommen, so nice ist es doch nicht. Eigentlich schon, ziemlich. Ich habe die Bibel, die ist eh immer voll aufgeladen. Nein. Doch nicht, wenn du sie einsetzt. Ich wurde gerade von einer Brimstone-Dings getroffen, Spinne getroffen, obwohl ich nicht mal in der Dings stand, im Laser stand. Geil. Und ich wette, wenn ich in Tiefen 2 einzahle, entweder vergesse ich's, oder natürlich, ich kann nicht so viel einzahlen. Monstro 2. Nice. Nicht. Und der ist tot. Halbes Herz verloren, die Magic 8 Ball und Krampus. Danke Krampus, du bist fast tot, du bist tot. Und The Lump of Coal. Was irgendwie so ziemlich nutzlos ist. Mit was Short Range Megatiers schon. Das macht auch eigentlich den Effekt von Short Range Megatiers kaputt. Oh, der Headless Horse. Nee, macht's nicht. Death als Karte, nehme ich Tour of Diamonds mit. Nee, Krampus hätte es auf jeden Fall besser als das fliegende Pferd. Naja, mit dem fliegenden Pferd kannst du fliegen. Ja, mit dem Krampus kann ich Schaden machen. Ja, aber fliegen. Oh, der Ringworm, ja. Natürlich, super. Nein. Danke.
Ah, super. Hier sind wieder 1000 Münzen drin, Schuss, die mir nichts bringen. Der grüne Pilz, ein Extra-Life. Man kann insgesamt ja maximal 12 Extra-Leben haben, oder? Oder 13. Macht All Stats Up ein Extra-Leben? Nein. Doch ein All Stats Up macht ein Extra-Leben, das weiß ich. Nein. Sicher nicht? Eigentlich nicht. Okay. Wir sind in Necropolis 2. Oder besser gesagt Depth 2. Das heißt, wir sind hier wieder ziemlich schwach und brauchen erstmal die Blood Donation Machine, die hier gleich in dem ersten Raum steht. Um uns Schaden zu machen. Oh, ich liebe Begleiter. Super, ich habe 2,5 Herzen. Na, 1,5 Herzen, sorry. Super, ich habe 2,5 Herzen. Ich heile mich erstmal. Den Teil kann ich ja. Übrigens wäre dieses Item, dass man nur noch ein halbes Herz Schaden kriegt, und ab den Womp wäre super. Ja, habe ich aber nicht. Ja, ich auch nicht. Aber da habe ich die Blue Map und einen Kompass. Das ist natürlich richtig nice. Nein, das bringt mir nichts. Also nicht wirklich. Wieso nicht? Keine Ahnung, was soll mir das bringen? Dass du immer weißt, wo die Geheimräume sind. Ja, was bringen mir die Geheimräume? Was krieg ich dadurch? Müll? Eventuell. Vielleicht krieg ich dann Damage, was mir das bringt. Vielleicht bringt mir was, wenn man da fliege, mit meinem Einziehen. Oder sind die Begleiter auch auf? Die Begleiter sind, glaube ich, auch auf den Damage. Da wäre ich übrigens fast reingerannt. Also bevor wir... Oh, da ist... Jetzt ist da ein Kreuz, danke. Da ist der Shop. Da gehen wir auch gleich rein. Ach, der Gelbe, fick dich. Der Gelbe war's. Ja, hier der orangene... Chirp. Ja gut, nichts Gutes, ne? Also bevor wir eine Ebene weiter runter gehen, erstmal einzahlen. Fuck, Schaden. Zwei Seelenherzen, sehr nice, danke. In einem Raum zwei Seelenherzen. Ja klar, weil ich den Item-Multiplikator hab. Wir haben eine Goldkiste, die nehmen wir natürlich mit. Den Gold... Bob's Brain, danke. Ja, Bob's Brain, richtig sinnvoll eingesetzt. Hast du dich selbst gesprengt? Nein, 4 Herzen von den Masken. Auf einmal. Okay. Also dieses Mal wirklich sinnvoll eingesetzt. Jetzt hat sich so ironisch wieder angehört. Ja, ich weiß. So, jetzt bräuchten wir irgendwo noch ein paar Herzen, ne? Ich auch. Oh, schon wieder diesen Hurenbock. Der Unterschied zwischen uns beiden ist aber, ich brauche die Herzen, um stärker zu werden, und du brauchst sie, weil du fast tot bist wahrscheinlich. Ich habe jetzt 1,5 Herzen und ich besiege gerade Islifs. Also ich versuche es zu besiegen, aber ich schaff's wahrscheinlich nicht. Übrigens, die Frame-Einbrüche hat auch Zombay in seinen Videos. Ich weiß nicht warum. Er auch nicht. Super, danke, Suicide. Oh mein Gott, ich muss mir 1,5 Herzen die Kathedrale und den Boss da machen. Ich weiß nicht, ob ich den schon spoilern darf. Nein, nein. Den hast du wahrscheinlich selbst gespoilert. Ja, ja. Oh, ich hab Robstead fast selbst umgebracht. Danke. Dreckspiel. Ja. Oh, ich werde sowas von sterben in diesem Raum. Obwohl, nee, den kann ich noch überleben. Ich hab mich fast selber umgebracht. Full Health, oh mein Gott. Ganz deine Überlebenschance. Jetzt habe ich 4 Herzen anstatt nur 1. Hier oben ist noch so ein Doppelschlüsselraum, aber ich habe nur noch einen Schlüssel. Von daher kommen wir in dem wohl nicht rein. Ich kann mir noch ein halbes Herz Schaden machen in der Blood Donation Machine, was ziemlich neu ist. Ja, 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 schlecht. Dann können wir nochmal kurz den Automaten hier sprengen. Ja, ich weiß, ich hätte eventuell noch irgendwo ein Herz kriegen können, aber ich scheiße jetzt gerade drauf, weil ich eh schon wieder vollen Damage hab. Raw Liver, oh mein Gott, nochmal HP ab. Nice. Jetzt habe ich schon mal 6 Herzen. Was du für ein Lacker bist, ne? Alter, das ist...
Puh. Das unbeschreibliche Glück, sagst du? Ja, das Zombie-Glück halt. Okay, hier könnte der Raum auch sein. Ich mach mein Gott, ist mir ein Schaden bekommen, aber egal. Was ist das? Jera, Abundanz. Jetzt bräuchte ich noch eine Full-Health-Pille. Was macht Jera? Verdoppelt? Ah ja, hatte ich ja gestern auch. Da verdoppel ich mir erstmal in Eternal Heart mit einem super sieben Blumen, also das ist mir wert. Geil, ach, da kann's ja gar nicht sein. Hä, wo kann's denn sonst noch sein? Okay. Ach, wenn ich diesen Run schaffe, Alter, dann bin ich der Isaac-Gott. That Isaac-Gott, oh yes. Ich kann ja nochmal meinen Laser benutzen, was ich mit dem Rücken machen werde. Ich weiß übrigens noch nicht, ob ich das Bug-Video schon Weihnachten hochlade, also heute noch. Das werde ich wohl nicht hinkriegen, weil das ist, glaube ich, ziemlich groß. Das ist ja mit einer 4K-Kamera aufgenommen. Eine 4K-Handykamera. Es ist ja keine 4K-Spiegelreflexkamera. Nein, das Video ist auch richtig kleiner. Es ist nur 3 GB groß oder so. Ungerendert. Das war richtig klein. Ich habe mich richtig gewundert, warum das so klein ist. Oh mein Gott, noch ein Soulheart! Verdoppel es. Nee, ich hab doch schon Dings verdoppelt. Okay. Ach, fuck, ich hätte fast vergessen einzuzahlen, Alter. Boah, hätte ich mir den Arsch weggeärgert. Jetzt noch War besiegen? Ich wette nur ganz kurz, oder? Nur ganz bisschen. Was? There's Options freigeschaltet. Ja, bestimmt nur ganz wenig freizuschalten. Also ich wette gleich, ist der Automat kaputt. Ich habe ja noch Two of Diamonds, das werde ich bei 45 Münzen einsetzen. Ne, bei 50, scheiß drauf. Was macht der Affengriffel? Weiß ich nicht genau, hatte ich letztens auch. Affengriffel. When you reach half a heart of life remaining, black heart will spawn, das brauche ich unbedingt, scheiß auf Viewers Zunge. Okay, vollgelaufen, dann kaufe ich mir noch einen Schlüssel und den Stromstecker brauche ich eigentlich nicht. Vor allem, weil ich gar nicht weiß, wie man den benutzt. Und dann sind wir bei Mom und Mom ist tot. Nice. Hab mir noch ein HP abgegeben. Schade, dass hier kein Devil Deal kam, aber war klar, weil ich rote Herzenschaden genommen habe. Oh, kurz mal strecken. Ich lade ja immer noch ungeschnitten hoch. Was für mich ist alles viel schwieriger macht. Zählt Mom schon zum Mom-Kill oder nur Moms Heart? Weiß ich nicht. Weil das hieß ja, man könnte 2 Mom-Kills machen pro Runde. Keine Ahnung, ich hab das nicht gehört. Ich werde nachher mal nachgucken, wenn ich nur 6 habe, kriegt man nur 1 pro Runde. Wenn ich gleich 7 habe, habe ich 2 pro Runde. Unser Schaden ist standardmäßig auf 4. Kann ich nicht ausweichen, egal. Oh fuck! Erstmal Isaac gekillt. Also ja? Hier so ein selber Isaac, so ein oh, guck mal, da stehe ich doppelt. Komm schon. Ich hab's geschafft. Was? Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Was denn? Die Challenge. Oh nice. Welche? Oh. Ist 19? Ja. Die war echt so ein Kotzen. Flat Penny bringt mir gar nichts. Spawn. Dann mach ich erstmal die nächste. Zwischendurch mal einen Schlüssel. Wenn ich Geld aufsammle. Ich hab noch 81 Cash, Alter. Ich brauche ganz dringend noch eine Donation Machine. Ach nee, warte, die ist ja verstopft. Fuck, dann bringt mir die ja gar nichts mehr. Dann brauch ich nächste Challenge direkt tot im ersten Raum. Ernsthaft? Ja. Was für eine Challenge war's? Challenge 11. Was machst du da? Epic Fetus. Ah. Fetus ist ein mit Loki's Horns. Oh mein ist Gott. Epic Fetus. Wo ist der Unterschied? Da kommen Airstrikes runter. Wie von dem Leertasten-Item. Also. Ach du Scheiße, ey. Und mit Loki's Horns, dann schießt er halt um mich rum und ich musste erstmal damit klarkommen in so einen großen Raum und dann habe ich mir direkt um die Schnauze bekommen und 2 Fliegen. 2 Fliegen? Fliegen sind aber auch gefährliche Gegner. Und die schießen schon. Jetzt Horn töten. Tot. Die Challenge hört sich irgendwie nicht so nice an. Wieso? Achso, ich dachte, du bist tot. Nee, The Horn ist tot.
Das und man ist, Judas hat nur ein Herz und Book of Belial. Aber das Epic Fetus und Lucky's Horns ist interessant auf jeden Fall, wenn du so... Oh, ich hab den Geheimraum gefunden. Nice. Ich gehe mit Fliegen in diesen Schadensraum, weil man hier einen Herzschaden kriegen würde. Und wenn ich fliege, kriege ich keinen Herzschaden. Oh, fuck. Vier Engelsfeuer gleich reingeflogen. Haben mir aber drei Seelenherzen gebracht. Amnesia, Health up, Ears up. Das heißt, ich habe plus minus eins gemacht. Speed down, egal. Speed brauche ich nicht. Speed eine Glass Cannon. Die Schild heißt übrigens auch so Glass Cannon. Da waren gerade Spinnen, ich bin schon runtergesprungen. Puh. Der Paperclip, das lässt mich kostenlos Kisten öffnen. Manchmal mit einer kleinen Chance. Was? Ich dachte, Türen macht das auf. Nee, Türen eben nicht. Ja. Nur Kisten. Zombie hat ja gesagt, alles was Schlösser hat. Nein, Kisten und so weiter hat er gesagt. Aber es macht wirklich nur Kisten auf. Laut Platinum Gott zumindest. Ich glaube Platinum Gott. Platinum Gott ist eine tolle Seite. Ah ja, 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 Schleck, Schleck. Und das ist auch keine Werbung. Nein, nein, dafür kriege ich 7 Millionen Euro. Ja, ja. Achso, am Platinum Gott. Das wäre echt toll, wenn ich dafür Geld kriegen würde. Ich habe die Bibel schon wieder bereit. Oh, nicht dieser Bastard. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie der heißt. Wer? Dieser Typ, der aus dem Boden rauskommt. Dieser Riesige. Pin? Nee, der Riesige. Skolex? Kann und sein. Roter. Der so drei... Nee, das Hesselfie kenne ich nicht. Okay, gut. Den kenne ich nämlich auch nicht. Oh ja. Die Challenge ist auf jeden Fall nicht so schlimm, also. Du sagst, die ist ganz cool, oder was? Kann man machen, kann man machen. Vor allem, weil du einfach alles wegsprengen kannst. Ja, das ist natürlich immer nice, Alter. Wegsprengen ist immer super. Oh, Super Greed, danke. Super Greed im Geheimraum. Hatte ich auch. Ich glaube, wir haben fast denselben Run gehabt, weil ich hatte ziemlich viel, was du auch hattest. Ja, aber du bist viel schneller als ich. Und 99 Münzen wieder voll. Ja, danke. Ich bin auch allgemein schneller Leistung als du. Ja, weil ich mir mal alles 10.000 Jahre lang angucke. Und ich nicht, weil ich schon kenne. Ja. Eine kleine Eishex-Sucht, die. Ich gucke mir in fast jedem Spiel alles immer ganz genau an. Ich auch, aber wenn ich es einmal gesehen habe, dann reicht es auch. Ne, in Eishex gucke ich mir nicht alles ganz genau an, um zu gucken, wie es aussieht, sondern halt, damit ich bessere Sachen habe. Ja, noch ein schwarzes Herz, ey, gut, dass ich das gemacht habe. Denn jetzt kommt Utoro 1, irgendein. Ich habe so ein Quietschen im Hintergrund, ich glaube, das gehört zum Spiel. Mama Gertie. Wo ich natürlich fliegen will, was ich wusste, weil hier Spikes kommen. Nicht, weil ich einfach nur versehentlich fliegen gedrückt habe. Nein, das wusste ich und wollte ich. Ich habe gerade zwei Kerzen im Shop drin, aber ich habe nicht mal genug Geld für eine. Wie jetzt zwei Kerzen? Die Black Candle und die Red Candle. Wenn man ganz viel Geld einzahlt, schaltet man auch die Candles frei. Ich kenne nur die Black Candle, die Red Candle kenne ich gar nicht. Ja, bei Red Candle musst du, glaube ich... Guppy's Paw! Oh, ja! Range Up und Bad Guess und Guppy's Paw. Nice. Dann mache ich mir gleich nochmal alles bis auf ein rotes Herz weg. Und dann behalte ich natürlich die Bible. Damit ich auch den nächsten Gegner one-hitten kann. Und dann gehen wir in die nächste Ebene. Die Bible ist einfach das beste Item der Weltwelt. Nein. Ich weiß. Also... Ich hab sie vorher auch richtig oft benutzt, aber seitdem hier so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel satanische Bibel freischaltet, habe ich die gar nicht mehr mit hier Bibel, weil die einfach nicht die so krass ist. Die satanische Bibel finde ich zum Beispiel nicht so geil. War es ein schwarzes Herz, alle sechs Räume? Ist doch voll geil. Das ist einfach ein Lebensgenerator. Ja, ein ziemlich guter. Ja, klar, ziemlich gut. Ah ja, super, mehr rote Herzen brauche ich nicht, danke. Finde ich auf jeden Fall öfter als andere Lebensgeneratoren, wie zum Beispiel wie ist das Spiel nochmal? Book of Revelations. Book of Revelations ist ein Lebensgenerator? Ja. Zweimal Judgment, ich hab 99 Münzen, Alter. Fick dich! Und zweimal den richtigen... Ach, nice. Oh, komm, gib her, gib. Ja, los, gib. Oh, guck mal, Abomba. Oh, ja, Schleck.
Ja, komm, los, gib mehr, gib mehr. Oh ja, Schlüssel, ja. Los, gib mir mehr. Ich geb dir alles Geld der Welt. Kriegst 99 Münzen von mir. Ja, AP ab, hui. Und du kriegst auch, komm, komm, nimm, nimm, ja. Schon, geil. Und noch ein Damage, noch ein AP ab, nice. Und Bad Ghost. Zwei schwarze Herzen. Ich hatte auch letzte in einer Satan-Statue ein blauer Stein war. Nice. Hatte ich. Weiß ich nicht. Noch nie ausprobiert. Ich habe jetzt im Shop zwei Kerzen, ich kann mir keine kaufen. Keine. Ich hab alles weggesprengt. Möchtest du ein bisschen Geld haben? Ich hab noch ein bisschen. Ja, bitte. 86 Münzen. Über. Ja, ich könnte so jetzt 16 Münzen gebrauchen. Ich weiß gar nicht, ob Range Up in Samsung gut ist. Wieso? Also nein, mit den Shot Range Megatiers. Ja, auch nicht. Könntest du halt über längere Zeit keinen Schaden machen. Also Bobs Rain hat mir bisher, glaube ich, erst einmal Schaden gemacht. Ey, komm, scheiß drauf, ich werde doch wohl noch sechs scheiß Räume finden, bis ich da bin, oder? Und wenn nicht, werde ich noch eine Batterie finden, oder? Oder? Ich hoffe ja noch auf ein Guppy-Item, weil ich habe bisher zwei Guppy-Items mitgenommen und hier sind nur Spinnen drin, schade. Fuck, oh fuck, oh fuck. Ach, oh, gerade geschafft. So, dann nehmen wir das Seelenherz mit, was hier im Nebenraum liegt und... Was, wir haben schon wieder zwei Aufladungen? Wieso haben wir schon wieder zwei Aufladungen? Märtyrer, du hast Schaden genommen. Du hast auch... Ach, ja, geil. Ja, das ist echt voll geil. Wie doch gesagt. Halt die Fresse. Du hast mir ja nie zu, du Pisser. Ne, wozu auch? Na, vielleicht, weil ich das Spiel kenne. Nee. Die Items. Nee. Da ist schon der Mami-Kampf und wir brauchen noch zwei Aufladungen. Oder halt zweimal Schaden. Das heißt, ich werde jetzt nochmal zwei Aufladungen suchen. Oh mein Gott, und dann machen wir schon Mami. Dann wird schon Mami gekillt. Dann werde ich in Mama richtig reinfisten, Alter. So. Glaube ich immer die Bibel. Findest du doch gut, sagst du? Ja, also vielleicht kein besseres Item hab. Das war Schlüsselverschwendung, ja, ich weiß. Schlüsselverschwendung auf einem neuen Niveau. Oh yeah. Ich hätte gerne noch eine Blood Donation Machine, das wäre super. Kriegst du aber nicht. Nö. Assi. Oh, Kleingeld. Ach ja. Nochmal zwei Seelenherzen, danke. Falls ihr euch fragt, warum ich jetzt nochmal Guppy's Head mitnehme, damit ich mir nochmal ein paar Fliegen beschwören kann. Das wäre nämlich sehr schön. Für den ultimativen Marmkampf. Mega fetti. Au. Oh. Speeddown. Danke, als ob ich so schon nicht langsam genug bin. Oh, ich habe ein Angel Room. Oh, mit drei Seelenherzen. Soll ich den Engel töten? Nein. Oh, so ein Lacker, Alter. Ich habe nochmal einen Shop, nochmal Dinges gekriegt. Dann mache ich mir jetzt erstmal Schaden ohne Ende. Ich muss nicht bei Satan spielen. Das wäre ziemlich lustig für mich. 11. Oh scheiße, ich muss bei Satan spielen. Tch. Vielleicht doch nicht die. Okay, dann kann ich wenigstens Mom und Moms Heart One hitten. Das reicht mir auch schon. Obwohl ich es lieber gehabt hätte, dass ich mein Book auf Beliaba Satan habe, aber naja. Primitiv. Aber Satans dritte Phase mit dem Teil stelle ich mir wenig so amüsant vor. Mit welchem Teil? Epic Fetus. Könnte unangenehm werden. Denk bloß dran, die Bibel nicht bei Satan zu benutzen. Mach ich trotzdem. Ich kann mich mal. Ich bonnette ihn gleich. Falls einer von euch nicht weiß, was die Bibel bei Satan macht. Also Mom one-hitted die Bibel und Moms Heart auch. Aber bei Satan, da kriegst du ein paar Probleme mit der Bibel. Ja, ja. In Family Mask, nice. Dreimal. Ist mir eigentlich egal, ob ich da nochmal dagegen laufen darf. Aha, ich guck nochmal nach. Viermal dürfte ich gegen den scheiß Dingens laufen, das ist nice.
Ja, dann machen wir das auch scheiß drauf. Maximalen Schaden ergebende mitnehmen, ne? Ja. Ich meine, wir sind ja schon 44 Minuten dabei. Das finde ich extrem cool bei Isaac, dass man die ganze Zeit einen Timer mitlaufen hat, sozusagen. Das finde ich ja ziemlich nice. Das rettet solchen Leuten wie mir, die immer vergessen, einen Timer zu stellen, den Arsch. Geil, durch den Automaten kann ich auch noch mehr Fliegen beschwören, weil ich jedes Mal Schaden nehme. Was hat denn das mit Timer zu tun in Isaac? Ja, theoretisch, wenn ich Isaac in Parts splitten würde. Ich schneide ja nicht gerne. Und doch, dann könnte ich einfach... Nein. Und dann könnte ich einfach das so machen, dass ich... Ja, das so mache. Alter, ich bin gerade so heiser, ne? Das glaubt ihr nicht. Ich habe auch ziemlich Halsschmerzen. Aber wir haben so viel gesoffen, Alter. Und ich glaube, ich komme gar nicht weiter als Mom's Heart, weil ich keine hundertprozentige Garantie auf ein... wenn ich im Utoro ein Herz habe, ein rotes, und gegen den Automaten laufe, sterbe ich oder wird mir ein blaues Herz abgezogen? Ich glaube, du stirbst. Ja, ich probiere es lieber nicht. Ich habe Angst. Das können wir ausprobieren, nachdem wir Mom's Heart gekillt haben und nicht weitergekommen sind. Ach ja, ich muss ja die Bibel mitnehmen. Meinen kleinen Insta-Win. Ich bräuchte theoretisch nicht mal mehr Leben. Aber ich hol's mir einfach. Ich hätte nochmal gegenlaufen können, okay? Egal, scheiß drauf. Ich meine, wir haben vollen Schaden, glaube ich. Ja, wir haben vollen Schaden. Ich hab Greed gerade gewonnen-hitted. Nice. Aber ich denke mal, also ich habe jetzt volle Herzen gerade, also. Ich habe auch gerade volle Herzen und ich one-hit the Mom. Hallo Mom's Heart. Oh, Mom's Heart ist tot. Ja, yep, keinen Devil Deal gekriegt, das heißt, wir spielen jetzt mal ein bisschen am Automaten. Finde ich schade jetzt. Nehmen wir nochmal das Maximale aus der Ebene mit. Ich habe auch schon zwei Herzen liegen lassen, also hier kann es nicht sein. Die nächste Chance wäre hier. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh mein Gott. Er hat Schaden genommen, dann Pride. Der Butterpenny, keine Ahnung, was der macht. Ja, muss weitergehen, Junge, danke. Jetzt gehen wir mal hier runter, da kann er nicht sein. Dann kann er noch. Die beiden Seiten kann er nicht sein, Alter. Geheimraum. Wafer wäre super. Oh, ich hab ja schon wieder Dings freigesprengt. Eine Treppe nach unten. Nice. Die können wir auch gleich nochmal suchen mit neuen Bomben. Oh, was ist das? Oh, ich hab mich wieder rausgesprengt. Läuft bei dir? Ich bin Profi. Das ist, glaube ich... Ich habe gewonnen. Warum? Ich habe das Item, das mich heilt beim Explosion. Das heißt, wir machen Explosion keinen Schaden mehr. Dann hast du tatsächlich gewonnen. Ich könnte jetzt einfach direkt den Dings auf mich machen, den Airstrike, und dann überlebe ich einfach alles. Jetzt okay, noch ein paar rote Herzen, das wäre noch geiler. Ich kann jetzt noch 6000 Stunden im Automaten spielen. Mach der natürlich auch gleich explodiert. Schade. Ich muss so einen krass hohen Damage haben, Alter. Ja, ich hab doch einen Luck von 2, wieso gedroppt denn der nix? Weil ein Luck von 2 nicht hoch ist. Ich hatte auch mit dem Luck von 5000 hatte ich irgendwie nicht viel. Ja, ist ja halt. Die Stats sind eisig egal. Errungenschaft freigeschalten, Countercoin? Keine Ahnung, was das ist. Counterfight. Nee, Countercoin. Counterfight Coin. Das kann schon eher sein, ja? Das ist Geldfälscher. Also, Counterfight ist Geldfälschen. Oder gefälschtes Geld oder so. Okay, ich krieg hier gerade nochmal 6000 Schlüssel. Dann kriegst du halt Geld, wenn du Geld aufsammelst. Dann ist es Wealth of Wealth. Mit Schatz. Wealth of Blood. Earth oder. Wie auch immer das halt alles hieß. Ach ja, das ist doch schön. Mit ganz viel Pech kill ich den Bettler einfach mit meinem Bob's Rain. Ich streck den Part jetzt einfach nur noch, also ihr könnt ausmachen. Es wird nichts Interessantes mehr passieren, außer dass ich mein gesamtes Geld hier verspiele. Klasse, Gerdy. Der Fick hat noch keine Bombe gedroppt, Alter. Junior.
Satansraum. Ich weiß nicht, wo die großen Bossraum die Satansräume mal kommen. Soll ich eine Dead Cat mitnehmen? Wie viel Leben hast du? Mein Seelenherz nicht, ne? Wie viele Herzen hast du? 2. Deine Seelenherz verlierst du nicht, nein. Dann hättest du Plus gemacht. Nein, hättest du 0-0 gemacht. Wenn du nur ein rotes Herz hast, dann machst du Plus bei der Dead Cat. Ja. Weil's nein, ja dann... Doch. Dann hab ich 0. Weil doch. Dann hab ich ja nichts verloren, nichts gewonnen. Die extra Liebe, aber die benutze ich sowieso meistens nie. Ja, aber dann gibt... Ja, dann hast du sozusagen ein Herz gewonnen, weil du ja sozusagen ein Herz ausgibst, aber trotzdem wieder ein rotes Herz kriegst im Container. Ja, also es ist 0. Du gibst 1 Herz und bekommst 1. Bist immer noch auf 1. Ja, aber du hast dafür ja was. Du hast dafür ja die Dead Cat. Die bringt dir ja theoretisch was. Ja, und jetzt habe ich einfach minus 1 gemacht, aber ist ja auch egal. Na eben. Dafür hast du ein Guppy-Item. Ich hätte noch ein Guppy-Item gebraucht, dann wäre ich Guppy geworden. Wer inzwischen immer noch nicht weiß, was Guppy ist. Guppy ist die Katze des Entwicklers. Mit der Gestalt von Guppy kann man fliegen, macht mehr Schaden, sieht halt aus wie eine Katze. Und die Guppy-Sachen sind eigentlich ziemlich geil. Super, ich hab nochmal HP abbekommen. Zum Beispiel den Guppy's Head, den wir hatten, der spawnt fliegen. Dann gibt's noch die Dead Cat, damit kriegt man 9 Leben, die hatten wir auch schon im Let's Play. Guppy's Tail macht mehr Goldkisten. Mehr Kisten allgemein. Ja, mehr Kisten allgemein. Guppy's Paw ist ein Soul Converter. Guppy's Collar macht vielleicht ein extra Leben, möglicherweise. Hat man eine Chance drauf? Nein, bitte nicht das Fliegen-Item. Oh ja, nicht gekriegt, gut. Was gibt's noch von Guppy? Weiß ich nicht. Ich könnte jetzt noch mal schnell einen Boss Rush machen. Ich bin erst bei 60 Minuten. Na, ich mach halt. Ich glaube, ich nehme meine zwei Herzen setze ich ein. Das kann ich fliegen. Also ich habe mir gerade das Fliegen-Item geholt. Ich habe ein bisschen Minus gemacht bei dem Cash ausgeben, aber nicht viel. Ich hole mir theoretisch noch mal ein bisschen Cash und zwar. Ein Wafer wäre super. Finster. Aber irgendwie bringt mir mein Pyromanic Might jetzt. Okay, es bringt mir immer noch ziemlich viel, weil halt keinen Schaden mehr, aber. Ich habe jetzt halt keine Herzen mehr, die ich heilen könnte. Aber naja, man kann ja nicht alles haben, ne? Eben. Eigentlich schon, aber da muss man ein bisschen cheaten oder einfach extremes Glück haben, so wie Zambay. Hallo Zambay. Ja, mit dem D4. Was war denn da? Ich habe das nicht geguckt. Welche Runde meinst du? Er hat zweimal schon in D4. Einmal mit seiner Freundin. Und einmal so. Also ich war fast ein Bettler weggesprengt. Als er den so hatte, hat er den Itempool komplett fast komplett ausgeschöpft. Das heißt? Itempool leer machen kennst du, ne? Nö, eigentlich nicht. Mir hat alle durchgeguckt oder was? Ja, in dem Itempool sind ja nur bestimmt viele Sachen drin. Und ja. Wenn du alle hast, dann können ja theoretisch keine neuen. Dann kannst du ja theoretisch keine neuen mehr kriegen. Er hat ihn nicht komplett leer gemacht, aber er hat ihn fast leer gemacht. Ja, du lässt eben mit 2 HP ausgeben, jetzt habe ich 2 HP mehr. Geht doch auch. Jo. Okay, ja, wir sprengen jetzt noch hier die Steinchen, hoffen, dass da noch so eine Ebene nach unten kommt. Natürlich super nicht. Special Ebene. Mhm. Wo man Hitler bekämpfen muss. Ja. Yeah. Nee, das geht ja gar nicht. Edmund Macmillan ist ja irgendwie so ein kleiner Nazi. Was? Irgendeiner der Entwickler war doch so ein kleiner Nazi, deshalb sieht man überall, zumindest im Classic Isaac, an manchen Stellen auf dem Boden Hakenkreuze. Das sind ganz normale Wege und das hat nichts damit zu tun, dass er Nazi ist. Das ist einfach nur eine hässliche Map. Okay, dann habe ich das falsch mit besonnen. Und vor allen Dingen, er wird wahrscheinlich nicht das Nazi-Symbol benutzt haben, sondern das Glückssymbol aus der asiatischen Region, die Swastika, oder wie das heißt. Du meinst das andersrum gedrehte Hakenkreuz. Ja, was eigentlich auch wahrscheinlich genau gleich rum ist, aber... unterscheiden Leute so, aber eigentlich ist es genau gleich rum. Ja, ich weiß. Ja gut, dann gibt's jetzt nichts mehr. Ach, guck mal, Poster von Super Meat Boy. Schlechtestes Spiel der Welt. Und das Best Gish. Game ever, 20 und das Gish an der Wand. Womp 1. Oh mein Gott, nicht der ekelhafte Piep schon wieder. Dann furzen wir nochmal in der Gegend, haben nochmal einen totalen Frame-Einbruch von nur noch 10 oder so. Und dann...
Ach ja. Und dann gehen wir jetzt die nächste Ebene runter. Und dann hoffe wie ich, die nächste Ebene. Ja, wir sind fertig. Chest. So. Und dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Und man sieht sich auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ich bin noch nicht bei der Kiste. Ich wollte nur schon mal so. Und was ich dachte. Bis dann. Tschüss. Ciao. Kurz mal angucken, was wir freigeschalten haben. Ich habe übrigens schon mehr freigeschaltet als Zombie. Zombie. Ich bin stolz auf mich. Ah, okay. Wir haben Ipecac freigeschaltet und den Counterfeit Penny. Den haben wir schon gesehen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.